Ja, hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es wird mehr und mehr deutlich, dass das Römische Reich bei dem, was wir hier anschauen, überhaupt nicht fehlt. Das vermisst man überhaupt nirgendwo. Im Gegenteil, es wäre geradezu störend, das jetzt noch in diese Strukturen irgendwo einzubauen. Ich selber wüsste auch nicht wo, ich wüsste auch keine Bibelstellen dafür. Es wird deutlich, dass es wichtig und gut war, sich von der Rom-Theorie zu entfernen und auch einige Dinge jetzt auch zusammenzutragen, wie die Wiedergeburt Jerusalems, das Standbild etc. Das braucht man jetzt auch alles. Weil das aber sehr umfangreich ist, was wir uns jetzt anschauen und auch sehr, sehr dynamisch in seiner Entwicklung innerhalb der 70. Jahrwoche, machen wir jetzt Folgendes. Ohne große Bibelstellen, ohne das jetzt im Einzelnen zu belegen, damit man sich nicht verzettelt, sondern einfach mal so einen Durchgang von Beginn oder kurz vor Beginn der 70. Jahrwoche über den Beginn, dann diese geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten bis zur Schlacht von Harmageddon und danach bis zur letztendlichen Belagerung Jerusalems und der Wiederkunft Jesu auf dem Ölberg. Machen wir mal so einen Durchgang und im Nachgang, also in den dann folgenden Clips, weiß nicht, wie viel das noch werden, vielleicht zwei, vielleicht drei, mal schauen, würde ich das dann nochmal versuchen, an der Bibel auch an den einzelnen Texten nachzuvollziehen. Aber dann hat man mal so einen Überblick über das, was in der Endzeit dort passiert, so eine Art Supervision, Panorama, an dem man sich dann so ein bisschen orientieren kann. Ich glaube, das wird spannend und ich wünsche viel Gewinn beim Zuschauen. Ja, schauen wir uns also mal die Entwicklung im Nahen Osten an, so wie die Endzeit uns die vorgibt. Hier sieht man mal das Gebiet Israels. Nehmen wir an, wir sind kurz vor Beginn der 70. Jahrwoche. Und da sagt die Bibel, dass sich zunächst ein Gebiet zusammenfinden wird, und zwar in der Gegend der antiken Dekapolis in Transjordanien. Da werden sich, so wie die Offenbarung sagt, 10 Städte zusammenfinden. Wie Könige, sind keine Könige, sondern wie Könige. Wie diese Struktur zusammenkommt und warum, sagt die Bibel nicht. Sie setzt aber voraus, dass diese Struktur in der Endzeit wieder da sein wird. Es wird auch deutlich, wenn man das in der Historie vergleicht, dass dieses Gebiet das ehemalige Stammesgebiet Manasses ist und deckungsgleich mehr oder weniger mit diesem Gebiet ist. Und da wird für die Endzeit die sogenannte Neodekapolis, wenn man so will, erwartet. Das heißt, in der Frühgeschichte hatte man dort das Stammesgebiet des halben Stammes Manasse. Also im ersten Jahrhundert nach Christus war da das Gebiet der Dekapolis und dort wird es in der Endzeit dann auch wieder sein. Also diese 10 Städte finden zusammen und zwar unter der Führung des falschen Propheten, denn der ist ja ein Tier aus dem Land. Der kommt aus diesem Gebiet der Neodekapolis. So war es auch historisch bei Jesaja. Da hat sich der spätere König Pekach, der in Gilead, das ist auch das Gebiet in Transjordanien, als General tätig war für den König Pekachia, von dort aus aufgemacht und den Pekachia getötet, also seinen eigenen König getötet und dann das Nordreich Israel übernommen. Das ist hier auch mal dargestellt. Das heißt also, das Gebiet der Neodekapolis wächst also zusammen mit dem Gebiet des nördlichen Israel. Wir haben ja gesagt, dass Israel in der letzten Zeit auseinanderbricht, in ein Nordreich und ein Südreich, und das wäre dann der Status quo, der sich dann so hier ergibt. Das ist jetzt kurz vor der 70. Jahrwoche, dass sich das Nordreich Israel zusammentut mit der Dekapolis in einen Bund und auch unter der Führung des falschen Propheten bzw. des Tieres aus dem Land. Dann entsteht sehr schnell ein Bündnis, und zwar zwischen Damaskus und der Dekapolis, und zwar anders, als wir das bisher gehört haben. Vieles, was ich jetzt hier sage, ist anders, als wir das gehört haben, das ist mir auch bewusst. Damaskus geht in einen Bund mit der Dekapolis, und zwar zunächst, so wie Daniel sagt, in Daniel 7 und Daniel 8, als ein kleines Horn, ein elftes Horn zwischen 10 anderen Hörnern. Bislang war es so, dass man immer dachte, der Antichrist wäre ein mächtiger Herrscher und würde dann Israel, Nordisrael, zu sich in den Bund ziehen, also ein Bündnis machen, sozusagen von oben herab. Das ist aber ganz offensichtlich nicht der Fall, sondern Damaskus muss sich wohl diesem Bündnis anschließen als zunächst kleines Horn, was dann aber sehr schnell größer wird und irgendwann dann die Führung auch übernimmt. Also dieses Bündnis sehen wir hier praktisch zwischen der Dekapolis, Schrägstrich, Nordisrael, und Damaskus, dass diesem Bund dann beitritt.
Südlich davon liegt Jerusalem, Juda, sehr klein. Und im Norden davon hat sich dieses Bündnis dann formiert. Und es dauert auch gar nicht lange, dann wird dieses Bündnis aus Damaskus und der Dekapolis bzw. Nordisrael Jerusalem angreifen. In diesem Angriff kommt die Stadt Jerusalem zur Wiedergeburt, zum Glauben an Jesus Christus. Und das ist dann der Beginn der 70. Jahrwoche. Denn diese Wiedergeburt Jerusalems geschieht nicht prozesshaft, so wie heute mit den messianischen Juden, sondern ist an einem einzigen Tag. Das heißt, dieser eine Tag ist der Tag, an dem die 70. Jahrwoche und mit dem die 70. Jahrwoche dann auch anfängt zu laufen. Dann ziehen die beiden Belagerer wieder von Jerusalem ab. Und man sieht jetzt hier, dass im Zweistromland, ich habe das Neo-Assyrien genannt, aber eine neue politische Macht sich formiert und zusammenfindet. Das wäre das heutige Irak. Das wächst auch ständig weiter und wird mächtig und wird groß und übt später dann auch Druck aus auf Israel und auf den Antichristen und dessen Reich. Sehen wir aber später. Dann folgen 1260 Tage Dienst der beiden Zeugen des Hauses David und der Bürger zu Jerusalem. Die werden in Jerusalem 1260 Tage das Evangelium verkündigen in einer letzten großen Botschaft an die Welt. Das wäre die Phase hier und in der Zeit wächst gleichzeitig das Neo-Seleukidenreich, das neue Syrien, das Syrien der Endzeit immer weiter und wird immer größer und immer mächtiger. Und nach 1260 Tagen, wenn der Dienst der beiden Zeugen beendet ist, dann zieht dieses Bündnis zwischen Damaskus und der Dekapolis und Nordisrael jetzt unter der Führung vom Antichristen wieder nach Jerusalem, greift Jerusalem an, besiegt Jerusalem, tötet die beiden Zeugen, also tötet die Menschen, die in Jerusalem zum Glauben gekommen sind, das Haus David und die Bürger Jerusalems, und der Antichrist setzt sich nach Jerusalem rein und sagt, seht mal, diese beiden Zeugen, die konnten eigentlich alle töten, die ihnen irgendwo schaden wollten, aber mich nicht. Es gibt keinen Gott, auch nicht den Gott, den die beiden verkündigt haben, weder den Gott des Himmels noch Jesus Christus. Ich bin Gott, ich bin der Herr der Welt. Das ist das, was Paulus im 2. Thessalonicher Brief meint und das ist die Mitte der 70. Jahrwoche. Dann wird der Antichrist den falschen Propheten nach Jerusalem setzen und der falsche Prophet wird in Jerusalem für 5 Monate. Das schauen wir uns gleich nochmal im Detail ein, warum das 5 Monate sind. Ist auch ein bisschen schwierig zu finden. Aber dann wird in der ersten Hälfte der Jahrwoche, die ersten 5 Monate, der falsche Prophet in Jerusalem schrecklich herrschen. Das ist wirklich eine Schreckensherrschaft unter einer okkulten Macht. Das wird eine ganz grauslige Zeit sein für die Menschen, die dort leben. Und der falsche Prophet lebt sich da nach Herzenslust aus. Der Antichrist ist nach Norden gezogen, wieder wahrscheinlich nach Damaskus, lässt aber Jerusalem unter der Herrschaft des falschen Propheten. Eine ganz schreckliche Zeit, 5 Monate lang. Weil nach 5 Monaten passiert etwas aus Richtung Ägypten. Dort ist der König des Südens, so wie Daniel sagt in Daniel 11, der Antichrist ist der König des Nordens, das ist dann Ägypten, ist dann der König des Südens. Und dieser König des Südens, der zieht nach Norden und macht die Stadt Jerusalem vom Antichristen abspenstig. Der setzt sich also auch nach Jerusalem rein, der bewegt die Bürger Jerusalems, ihm doch anhängig zu werden und vom Antichristen abzufallen. Und das tun die auch. Die hängen sich dann an den König des Südens und fallen damit vom Antichristen ab. Gleichzeitig wächst im Zweistromland das Neo-Assyrische Reich immer weiter und wird immer stärker und dehnt sein Einflussgebiet weiter und weiter aus. Und auf der anderen Seite informiert der falsche Prophet, der immer noch in der Stadt ist, während der König des Südens dort auch die Bürger der Stadt Jerusalem an sich gezogen hat, der informiert den Antichristen. Und dann zieht der Antichrist nach Jerusalem und kämpft gegen den König des Südens. Das ist auch in Daniel 11 beschrieben, dass nämlich dieser Konflikt zwischen dem Neo-Seleukidischen Reich, also dem Syrien der Endzeit und Ägypten, von dem König des Südens ausgeht, von Ägypten ausgeht. Der beginnt eigentlich diese Auseinandersetzung. Und Grund dafür ist, dass er nach Jerusalem reinzieht. Und als der Antichrist davon hört, zieht er von Damaskus südwärts gegen Jerusalem, vertreibt dort den König des Südens, nimmt Jerusalem erneut wieder ein, dehnt sein Machtgebiet dann wieder aus um das Gebiet Jerusalem und Juda, aber damit nicht genug, sondern er zieht noch weiter nach Ägypten, zieht also dem König des Südens hinterher und erobert Ägypten. In der Zeit wächst Neo-Assyrien im Norden mehr und mehr
zu einer großen militärischen Macht heran. Der Antichrist begnügt sich aber nicht mit der Eroberung Ägyptens, sondern so wie Daniel sagt, zieht er noch weiter bis nach Libyen und auch die Länder Kusch werden dort erwähnt. Luther übersetzt da die Mohren, das ist aber nicht Äthiopien im engeren Sinn, sondern eigentlich ein Sammelbegriff in der Bibel für Nordafrika. Das heißt, der Antichrist erobert mehr oder weniger Nordafrika, damit, dass er Ägypten besiegt und so weit nach Westen vordringt auf dem afrikanischen Kontinent. Ist ihm das gelungen, was dem historischen Antiochos nicht gelang? Der hat nämlich auch immer versucht, Ägypten zu besiegen, um damit Nachfolger Alexanders des Großen zu werden. Der Antichrist in der Endzeit, der König des Nordens in der Endzeit, dem wird das gelingen, was dem antiken Antiochos Epiphanes versagt blieb. Der wird Ägypten besiegen und bis nach Libyen sein Reich ausdehnen. Hier sei nochmal erwähnt, dass Antiochos Epiphanes kein Römer war, also nicht vom Römischen Reich war, sondern Seleukide, und das wird in der Endzeit ganz genau wieder so sein. Der Antichrist zieht dann von seinem erfolgreichen Feldzug wieder zurück Richtung Osten, Richtung Ägypten, und dann erschrecken ihn Gerüchte oder ein Geschrei von Norden und von Osten. Was ist passiert? Das neoassyrische Großreich ist zu einer ungeahnten Größe herangewachsen, dehnt sich jetzt nach Süden aus, so wie in Jesaja 7 auch beschrieben, fällt in das Land des Antichristen ein, fällt nach Syrien ein, erobert und zerstört Damaskus und tötet viele Menschen in Nordisrael. Das ist der Text, der in Jesaja 17 beschrieben wird. Damaskus wird keine Stadt mehr sein, es wird aus sein mit der Feste Ephraims. Das ist diese Zeit, von der wir dann reden. Das ist gegen Ende der 70. Jahrwoche dann schon. Assyrien setzt sich dann in der Ebene Jezreel fest in Harmageddon mit einem großen Heer, und der Antichrist, der hört diese Gerüchte oder dieses Geschrei aus Norden und aus Osten, und zwar aus Norden, aus Syrien und aus Osten, aus dem Zweistromland. Und dann beeilt er sich natürlich auch sofort wieder zurückzuziehen nach Norden, um dort dem Angreifer aus dem Osten auch entgegenzutreten. Und beide treffen in Harmageddon in der Ebene Jezreel aufeinander zu der großen Schlacht in Harmageddon und kämpfen dort gegeneinander. Die große Frage ist, wer wird diese Schlacht gewinnen? Wie geht diese Schlacht aus? Und da ist es so, dass wir ja aus Daniel vielfach die Information haben, auch aus der Offenbarung, dass der Antichrist bis zum Ende, bis zur Wiederkunft Jesu Christi, bis zum Ende der 70. Jahrwoche herrscht. Wir wissen aus Daniel 11, dass der Antichrist bei der Belagerung Jerusalems ums Leben kommt, also nicht in der Jezreel-Ebene. Und wir haben auch bei dem kleinen Horn aus Daniel 7 und Daniel 8 die Aussage, dass dieses kleine Horn bis in die letzte Zeit herrscht und von Christus selber dann auch gerichtet wird. Das lässt darauf schließen, dass der Antichrist diese Auseinandersetzung, diese große Schlacht in der Ebene Jezreel, diese Schlacht von Harmageddon, für sich entscheidet und gewinnt. Das würde wiederum dann bedeuten, dass der Antichrist dann herrscht über ein riesiges Weltreich, größer als das Alexanders des Großen. Das reicht von Libyen rüber bis ins Zweistromland und vielleicht sogar noch weiter Richtung Indien und nach Norden rauf, sicher über die Türkei rauf, vielleicht bis nach Mazedonien, da wo Alexander der Große herkam. Es umfasst eigentlich die Gebiete der antiken Weltreiche Babylon, Medo-Persien und Griechenland und das Reich Alexanders des Großen. Wir erinnern uns daran, dass die Bibel uns in Offenbarung 13 ein Tier zeigt, das alle drei Weltreiche umfasst, nämlich Löwe, Bär und Panther. Und zwar erstaunlicherweise in Offenbarung 13 in umgekehrter Reihenfolge. Eigentlich müsste das ja Löwe für Babylon, Bär für Medo-Persien und Panther für Griechenland sein. Aber Johannes sagt in Johannes 13, dass es umgekehrt ist. Er zählt die Tiere in umgekehrter Reihenfolge auf, nämlich Panther, Bär und Löwe, so als ob Gott die Zeit wieder rückwärts dreht. Und das ist auch tatsächlich so, wie wir jetzt hier auch sehen. Gott dreht die Zeit zurück, und zwar nicht bis zum Römischen Reich, sondern in die Antike zurück, so wie er es im Alten Testament auch gezeichnet hat. Damit ist der Antichrist tatsächlich der Herr der Welt. Dann sind wir am Ende der 70. Jahrwoche. Und dann geschieht die Entrückung in Jerusalem. Die beiden Zeugen treten wieder auf ihre Füße, die werden wieder lebendig. Und Christus kommt bis in die Wolken, die beiden Zeugen werden entrückt, das heißt das Haus David und die Bürger Jerusalems, und die Menschen, die übrig geblieben sind bis zu dem Zeitpunkt der Entrückung, die werden dann auch entrückt.
Paulus sagt, die wir übrig geblieben sind, wir werden lebendig entrückt kommen, aber den Toten nicht zuvor, sondern die Toten werden auferstehen zuerst. Das sind die beiden Zeugen. Und dann werden wir mit ihnen hingerückt und werden alle Zeit bei dem Herrn sein. Und diese Entrückung steht in Offenbarung 11, die ist so eindrücklich, dass die Feinde, die das sehen, das sind Israeliten in Israel und in Juda, also im umliegenden Umland um Jerusalem, die sehen die Entrückung. Und die ist so eindrücklich, dass sie Ehre geben dem Gott des Himmels. Das heißt, die bekehren sich zu Gott, die bekehren sich nicht mehr zu Jesus Christus, weil eine neutestamentliche Bekehrung dann nicht mehr möglich ist, weil die Gemeinde gerade entrückt war. Die bekehren sich dann zu dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, wenn man so will. Davon steht auch in Jesaja 17, dass zu der Zeit der Mensch wieder hofft auf seinen Gott. Und diese Entrückung ist so eindrücklich, wie gesagt, dass die sich zu dem Gott des Himmels bekehren. Die geben dem Gott des Himmels Ehre, wissen aber, dass sie gleichzeitig dadurch natürlich vom Antichristen abfallen, der aber gerade die Schlacht von Harmageddon gewonnen und für sich entschieden hat. Dem bleibt nichts anderes übrig, als sich in die Trümmer Jerusalems dann zurückzuziehen und dort zu verschanzen. Die Entrückung der beiden Zeugen, die setze ich auf den Tag 1290 an, da schreibt Daniel von. Dieser Tag 1290, den schauen wir uns nachher nochmal in den folgenden Clips an, warum ich darauf komme und warum ich den da ansetze. Ich gehe weiterhin davon aus, dass am Tag 1300, schauen wir uns auch nochmal im Detail nachher an, dass am Tag 1300, also 10 Tage später, eine große Bußversammlung sein wird in Jerusalem von diesen Menschen, die sich zu dem Gott des Himmels zurückbekehrt haben. Diesen Tag 1300 leiten wir auch nochmal aus Bibelstellen ab in einem der folgenden Clips. Und der Antichrist hört davon, dass Jerusalem erneut und zum wiederholten Male von ihm abgefallen ist. Und dann versammelt er alle Völker, alle Nationen. Aus dem Mund des falschen Propheten und des Antichristen kommen Frösche, falsche, teuflische Geister, die alle Könige, die sich jetzt im Einflussgebiet des Antichristen befinden, alle Nationen, so sagt die Bibel, versammeln gegen Jerusalem, um Jerusalem dann dem Erdboden endgültig gleichzumachen, sodass der Antichrist ungestört auch Herrscher der Welt sein kann. Das heißt also, alle diese Truppen werden zusammengezogen, da berichtet Joel drüber. Die werden nochmal in die Stadt brechen, die werden nochmal Menschen in Jerusalem töten, aber ein Teil davon wird übrig bleiben und das ist der große Showdown. Das wird dann am Tag 1335 sein, der zweiten Jahrhälfte der 70. Jahrwoche. Da kommt dann Christus wieder. Dann kommt Christus auf den Ölberg, setzt seine Füße auf den Ölberg. Der Ölberg teilt sich sehr weit voneinander und zwischen diese beiden Berge werden dann die in Jerusalem übrig geblieben sind von diesem Massaker, die werden dann fliehen und dann kommt der Herr wieder und kämpft gegen den Antichristen und gegen alle Nationen, tötet den Antichristen, verwirft ihn zusammen mit dem falschen Prophet in den feurigen Pfuhl und richtet dann sein großes endzeitliches Weltreich auch auf. Das wäre dann am Tag 1335. Damit wären wir dann endgültig am Ende der Geschichte angelangt. Dann würde das tausendjährige Friedensreich Jesu Christi anbrechen, in dem die Gemeinde Jesu priesterlichen Dienst hat in Jerusalem. Ich finde es interessant, weil diese Bußversammlung, die in Jerusalem ist am Tag 1300, das wäre eigentlich die Grundsteinlegung für den Tempel im tausendjährigen Reich, weil dieser Grundstein des Tempels im tausendjährigen Reich, das ist nicht der sogenannte dritte Tempel, von dem man immer wieder hört, sondern der Grundstein für diesen großen Tempel, der in Hesekiel beschrieben wird, das ist die Herzensbuße der Gläubigen dann aus Israel. Das finde ich einen schönen Gedanken. Der Grundstein ist nicht aus Kalkstein, der irgendwie zubereitet werden muss, zugerichtet werden muss mit speziellen Werkzeugen, die dann besonders heilig sein sollen. Das ist alles nicht die Sache, so ist Gott nicht. Sondern diese Bußversammlung der übrig gebliebenen in Jerusalem, die zu Gott schreien um Hilfe gegen den heranrückenden Antichristen, diese Umkehr zu Gott, dieses Zerreißen der Herzen und dieses herzzerreißende Rufen zu Gott, das ist der Grundstein für den neuen Tempel, der dann gebaut wird im tausendjährigen Reich, so wie in Hesekiel auch geschrieben ist. Damit wären wir eigentlich dann am Ende angelangt. Ich weiß, dass das, was ich jetzt gesagt habe, vielfach dem widerspricht, was gängige Lehre ist. Ich weiß das sehr gut. Ich habe das auch im Detail mir angeschaut, was da so an Meinungen kursiert über den dritten Tempel und über die Endzeit. Aber das, was ich hier zeige, ist das, wovon ich auch fest überzeugt bin und von dem ich glaube, dass man das auch nachweisen kann an der Bibel. Und das machen wir jetzt in einem der nächsten Clips.
Einstweilen wünsche ich einen erfolgreichen Tag, Gottes Segen, alles Gute und bis bald.